Mesdames et messieurs, chers amis, je vous souhaite la bienvenue ici à la gare de Saint-Joseph, Saint-Joseph principal aujourd'hui pour les journées du chemin de fer. Simulator auf der Rampe. Wir haben Multimedia-Show im Schopf. Thank you.
Thank you.
Willkommen im Weißensteintunnel. Bienvenue dans le tunnel du Weißenstein. Halten Sie keine Körperteile oder Gegenstände über den Wagenrand. Veuillez ne rien tenir hors du wagon. Bleiben Sie bis zum Ende der Fahrt auf Ihrem Platz sitzen. Veuillez rester assis jusqu'à la fin du trajet. Achtung, wir beschleunigen jetzt auf 200 Stundenkilometer. Attention, maintenant nous accélérons à 200 km à l'heure. Sie befinden sich im bedeutendsten Bauwerk der Linie Solothurn-Moutier. Wir durchfahren jetzt auf einer Länge von knapp 4 Kilometern die erste Jurakette. Der Tunnel führt nur 12 Meter unter dem Stammtisch des Restaurants St. Josef in Gänsbrunnen durch. Der Bau begann am Neujahrstag 1904 mit Handbohrung. Nach dem Bewältigen erheblicher geologischer Probleme wie Wassereinbruch und Druckerscheinungen erfolgte der Durchstich erst 2,5 Jahre später. Dabei trafen sich die Equipe Nord und die Equipe Süd nur knapp 300 Meter vom Nordportal in Gänsbrunnen entfernt. Bemerkenswert ist, dass die Abweichung der Achsen nur knapp 5 cm betrug. Vom harten Einsatz der Bauarbeiter von damals können wir uns höchstens noch von Dokumenten einen Eindruck verschaffen. Heute werden Tunnels mit Hilfe modernster Fräsen gebaut. Vor über einer Million Jahren wurde das Juragebirge in einer letzten Schubphase der Alpenbildung aufgefaltet. Während unserer Fahrt begegnen wir somit Gesteinsschichten völlig unterschiedlichen Alters. Die ältesten Gesteine im Tunnel nennt man Keuper und stammen aus Ablagerungen aus der Zeit der Dinosaurier, also von über 100 Millionen Jahren. Dinosaurierspuren kann man übrigens noch heute in Lomiswil besichtigen. Heute interessieren sich die Geologen für diese verschiedenen Gesteine. Gegenwärtig untersuchen sie die Grundwasservorkommen in den südlichen Juraketten, um auch mögliche Vorräte unseres wichtigsten Lebensmittels nutzbar zu machen. Im Weißensteintunnel befinden sich über 50 Wasserquellen. Halten Sie sich fest! Wir durchbohren jetzt das Juragebirge. Hier sind wir nun mitten in einem Naherholungsgebiet erster Klasse. Der Weißenstein verfügt über ein breites Angebot an Möglichkeiten für Freizeit und Sport.
Für Ihre Sicherheit im Tunnel ist die Linie Solothurn-Moutier mit aufwendiger Sicherungstechnik ausgerüstet. Bevor der Zug in den Tunnel einfahren kann, werden die Weichen und Signale richtig gestellt. Dabei verhindern die Stellwerke von Gensbrunnen und Oberdorf andere Fahrten, die unseren Zug gefährden könnten. Das Signal der Gegenrichtung in Oberdorf zeigt Halt. Der Lokführer des Gegenzuges wird rechtzeitig darauf vorbereitet. Er muss diese Warnung mit einem besonderen Schalter im Führerstand bestätigen, andernfalls wird der Zug automatisch gebremst. Eine Weiche verhindert zudem, dass beim allfälligen Überfahren des Haltsignals ein Zusammenstoß erfolgen könnte. Erst wenn der Zug den Tunnel verlassen hat, kann dem Gegenzug die Fahrt freigegeben werden. Mit unseren modernen Signal- und Stellwerkanlagen ist ein Zusammenstoß im Tunnel Nein, also ich habe absolut nichts gegen die Lokführer. Le Tunnel entre Kremlin et puis Gensbrunnen. Im Ganzen sind sie etwa 7 Stück gewesen. Entre Kremlin et Langendorf, bien sûr. Ihr könnt also bei Sutter alle unsere Produkte buchen. Wieso machen die das? Ja, die Jahrgang 1899. Dann würden wir uns wieder wehren mit Händen und Füßen, wenn es sein. Also wir haben natürlich praktisch nur ein Grundstück. Wie der Beppo Weibel von der SBB sagt. Es ist auch bei mir nicht viel gelaufen, ich weiss das. Martin, du siehst ein bisschen müde aus. Das heisst Bahnreform für Regionalverkehr Mittelland. Thank you.
beiden Tagen ist ab der 4 ein Musikblock für Jugendliche und Jugendliche zu hören. Stunden das Fahrzeug instand haltet mit seinem Verein, mit seinen Leuten, wo die das auch einsetzen. Der Verein Dampflokke Bern hat 8 Dampflokomotiven. 7 Stück gehören dem Vereins SMB 11 gehört der RM. Ist aber in der Obhut vom Verein Dampfbahn Bern vom Depot Burgdorf. Woher haben die Leute ihr Know-how? Das Know-how haben wir im Verein, Gott sei Dank, ein paar alte Füchse, die früher noch Dampf gefahren sind, also Lokführer. Wir haben auch einen Depotchef, der die nötigen Fachkenntnisse hat. Und wir sind in glücklicher Lage im Burgdorf, dass die alten Füchse in den letzten 3 Jahren das ganze Know-how, wenn wir ein modernes Wort verwenden dürfen, übertragen haben oder noch am Übertragen sind an die junge Mannschaft. Warum machst du das? Ist das Hobby, rein Hobby, oder ist das mehr als ein Hobby? Es ist eigentlich mehr als ein Hobby. Es ist, die alten Jugendfrische wieder aufzufrischen. Denn ich habe ja müssen anfangen früher auf Dampf. Ich habe noch etliche 100 Tonnen Kohle geschaufelt, bis so weit war. Und es liegt mir einfach im Blut. Das ist der schöne Jürg, der mit dem BD24 von Huttwil hierher kommt. Der BD24, das ist jetzt ein historisches Fahrzeug, das wir hier vor uns haben. Der hat das gleiche Baujahr wie die BE44 Lokin, ebenfalls 1932. Auch der ist durch die RM-Werkstatt sehr sorgfältig wieder in Originalzustand versetzt und renoviert worden. Alors il s'agit ici de la BDE 24, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, qui date aussi de 1932. Ja, das können schon nicht mehr alle fahren, weil das hat noch Westinghouse-Bremsventil drauf. Die haben ganz eine andere Art in der Bedienung. Darum ist das nur noch bei denen bekannt, die auch effektiv noch ein bisschen etwas mit ihnen zu tun haben. BD24, wir gehen weiter. Ganz spezielle Maschine, Baujahr 1932, Typ BE44. Ich freue mich natürlich, dass wir ein solch schönes Fahrzeug euch noch vorstellen können. Ich würde sagen, es ist eine der schönsten elektrischen Loken, die wir hatten. Die sind aber in ein Alter gekommen, wo sie einfach vom Unterhalt her auch sehr teuer werden. Und darum schrauben wir jetzt 8 Loken ausschrauben
Entspricht das Ding überhaupt noch den Vorschriften von 1932? Ja, das habe ich bejaht. Das entspricht voll den Vorschriften. Das Einzige, was da noch nicht eingebaut ist, was die modernen Fahrzeuge haben, ist ein Zugsicherungssystem, ein neues. Aber das braucht es für das Fahrzeug nicht mehr. Herr Kohler, was ist ein Oberlokführer? Grüß euch miteinander. Der Oberlokführer ist der Chef, der direkt Vorgesetzte der Lokführer. Meine Aufgabe ist es vor allem, die Lokführer auszubilden, die Jungen, bis sie nachher das Leine fahren können, die Weiterbildung der Lokführer, die im Dienst sind. Ebenfalls die Lokführer im täglichen Einsatz begleiten, ihre Aufgaben wahrnehmen, Reglement, fahrdienstliche Unterlagen nachzuführen, aber auch bei Unregelmäßigkeiten die nötigen Abklärungen und Untersuchungen zu treffen. C'est une locomotive de 1985 et une locomotive qui est très performante. Warum heisst das Ding Colani, Herr Kohler? Das grafische Design von dieser Lok hat der berühmte Industriedesigner Luigi Colani gemacht, hier dafür. Und darum ist nachher der Name Colani von dem weiterverwendet worden und heisst die Lok heute Colani. Thomas Arnold, du bist der Lokführer da. Ist das ein guter Arbeitsplatz hier? Zum Sitzen ganz sicher. Die Maschine hat von Bequemlichkeit her seine Vorteile. Es ist nicht so kalt wie vielleicht in einer B-Maschine, die sie reinschneidet. Sie hat dafür auch heiss dementsprechend hier drin. Als Arbeitsplatz sehr angenehm. Für die französische Teil verschieben wir uns jetzt alle zurück im Bereich vom Gleis 1. Wir haben eine Zugseinfahrt im Gleis 2. Alors vous avez vu les deux locomotives, c'était la BE44 et la RE456 qui était la dernière à être vue. Et Monsieur Jürg Sauter a posé la question quels sont les avantages et les désavantages d'une locomotive par rapport à l'autre. Jerry, bist du nervös? Ja, danke schön. Nein, nervös bin ich überhaupt nicht. Aber kann sein, dass meine Vögel da hinten ein bisschen nervös sind, weil die Umgebung ist natürlich ungewohnt. Wir sind normalerweise im Zirkuszelt in der Sicky Range, haben also ganz eine andere Atmosphäre wie da. Und vor allem schmeckt es nicht so gut nach Servola und nach Bratwürst. Der Julius, der tut damals den Kindern zuschauen, wenn sie am Turnen sind. Und dann macht es gerade nach.
Gut gemacht, Julius. Bravo.